wieso dort eine Kamera steht, das auch hier so als Hinweis. Ja genau, dann würde ich gerne starten. Wie gesagt, wir sind Medienmacher. Ich möchte jetzt nicht mega viel zum Unternehmen erzählen, aber vielleicht auch trotzdem so ein bisschen, dass ihr versteht, von wo kommen wir her und wieso die wir uns überhaupt mit so Themen auseinandersetzen. Genau. Eigentlich noch das älteste Medienhaus von der Welt, das es noch gibt, das existiert, das noch produziert. Das hat mit einer Druckerei angefangen. Es sind Verlage dazugekommen und dann plus minus vor 20 Jahren sind halt die digitalen Lösungen, der digitale Bereich immer wichtiger geworden. Da ist zuerst mal interne IT-Situation, wo wir sagen, hey, wir haben den Druck auf der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite unsere digitalen Lösungen. Und für uns ist hier einfach nur liegend irgendwie die Schnittmenge dazwischen, das Cross-Mediale. Wie bedient man die verschiedenen Kanäle einfach optimal? Und im Fokus hier dabei steht natürlich dann auch immer, wie du nicht Inhalt verwalten. Heisst, wenn ich auf verschiedenen Kanälen etwas publiziere, auf Printkanal, auf digitalen Kanal, ist immer die Frage, will ich die Inhalte mehrmals pflegen für die verschiedenen Kanäle oder wäre es eben nicht sinnvoller, dass man sagt, man macht eine zentrale Inhaltsverwaltung und tut von dort ab die verschiedenen Kanäle, Ausgabemedien bespielen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Inhalt von heute, auch im Zusammenhang mit der Automatisierung. Bevor ich mit dem starte, habe ich es jetzt eigentlich schon mal gesagt, cross-medial, man kann es verschieden verstehen. Man kann entweder sagen, okay, es ist Umsetzung auf verschiedenen Kanälen. Ich habe hier zwei Beispiele, ich würde es mal an diesem Beispiel zeigen. Wir haben für die Pensionskasse Novartis, die haben ein neues Corporate Design bekommen und haben für die eigentlich dann die verschiedenen Sachen umgesetzt. Und was wir hier aber ganz klar gemacht haben, wir haben ein Corporate Design gehabt und dann ist man wirklich angegangen und hat gesagt, okay, die Broschüre tut man gestalten, man tut das Kuvert gestalten, das man hier sieht, vielleicht noch irgendwie so einen Flyer, die Webseite etc. Man hat wirklich jedes einzelne angeschaut, hat dort angefangen und hat das kanalspezifisch aufbereitet. Das war noch so ein anderes Beispiel. Da hat es auch noch eine Webseite dazu gegeben. Das ist so ein Event im Raum Basel, wo momentan immer noch stattfindet, wo eigentlich nach dem gleichen Prinzip stattgefunden hat. Crossmedial kann aber auch Medienübergriffen bedeuten. Das heisst, Medienübergriffen, darunter verstehen wir eben, man hat eine zentrale Inhaltsverwaltung. Man schaut nicht jeden Kanal einzeln an und tut auf diesem Kanal das umsetzen, sondern man hat einfach ein System, wo die Inhalte verwaltet werden. Und man tut das dann mittels sinnvoller Schnittstellen möglichst automatisiert auf die verschiedenen Kanäle ausspielen. Das ist ein Beispiel, ich gehe auf das noch näher ein später. Das ist ein Magazin von der Bau- und Umweltschutzdirektion, das ist ein kantonales Departement von Basel-Land, wo wir ein Magazin hatten. Das Magazin ist wieder eingestellt worden. Sie haben es online aber irgendwie auch nicht geschafft, die Inhalte wirklich optimal so zu präsentieren, dass die Leser das wirklich lesen wollten. Und dann sind sie eigentlich an uns angetreten und da haben wir dann eine Lösung entwickelt für sie. Aber auf das kann ich eben später noch. Das ist noch ein anderes Beispiel, der Martin hat es vorhin kurz erwähnt. Die EMH sind sehr nah bei uns angehängt, der Schweizerische Ärzteverlag mit verschiedenen Magazinen, das ist ein, oder Zeitschriften, das ist ein davon. Und da eigentlich auch ein anderes Prinzip, wo man gesagt hat, okay, wir haben gewisse Inhalte auf der Webseite dargestellt werden, gewisse Inhalte, oder die meisten Inhalte, die dann in der Zeitschrift kommen. Aber auch hier irgendwo muss man die Inhalte in einem zentralen System pflegen können. Wie machen wir das hier? Oder sind zumindest momentan auf dem Weg dazu. Mit dem XML-Dateiformat. Hat einen grossen Vorteil, ich weiß nicht, ob es jedem da etwas sagt, aber XML ist ein Dateiformat, das medienneutral ist. Das bietet auch den Vorteil, dass es von eigentlich allen Kanälen gelesen werden kann. Es spielt keine Rolle, ob ich das am Schluss dann ins InDesign mache oder das sollte von einem CMS gelesen werden. Es kann einfach immer optimal angepasst werden an die verschiedenen Endgeräte. Genau. Und da sind wir dann eigentlich jetzt schon voll im Thema XML medienneutral publizieren, wo jetzt heute so ein bisschen der Fokus sein von meinem Vortrag. Kurze Agenda. Ich habe eigentlich drei Sachen, die ich mitnehme. Ich fange an mit dem X-Publisher, wo wir mit der EMH momentan zusammen am Umsetzen sind. Ich gehe dann weiter mit der Bau- und Umweltzeitung und dem Thema Mehrkanal-Publishing
Und zum Schluss noch, wo wir mit der Bank CIC ein Web-to-Print-System eingeführt haben. Genau. Ich habe mir das so überlegt, ich fange oben an, du nach jedem Block eine kleine Fragerunde machen, weil es sich vielleicht anbietet, weil es dann am präsentesten ist, aber wir haben natürlich am Schluss sicher auch noch Zeit, abschließende Fragen zu stellen. Genau. EMH und der X-Publisher. Wir haben für die EMH vor Jahren mal selber ein Redaktionssystem entwickelt, weil das ist ein Punkt gewesen, oder das ist eine Zeit gewesen, wo es kein Redaktionssystem gegeben hat, wo ihren Bedürfnissen wirklich entsprochen hat. Insofern haben wir das einfach selber entwickelt. Das hat auch lange Jahre funktioniert. Wir sind jetzt aber an einem Punkt gekommen, beziehungsweise die EMH ist an einem Punkt, wo sie gesagt haben, sie müssen sich irgendwo weiterentwickeln. Und da ist dann der X-Publisher ins Spiel gekommen. Das heisst, es war eine Evaluationsphase von der EMH, die stattgefunden hat, wo sie sich schlussendlich für das Redaktionssystem vom X-Publisher entschieden haben. Und ich will jetzt nicht auf die Projektumsetzung eingehen, wo wir da am Laufen haben, sondern ich habe einfach ein paar Screenshots genommen vom Redaktionssystem, um ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Start mit dem. Das sind so ein paar Stichwörter, wo das Redaktionssystem kurz beschreiben. Es ist auf Kollaboration ausgelegt. Mehrere Personen können daran arbeiten mit verschiedenen Zugangsrechten. Es gibt Versionierungen etc. Man sieht also, wer hat wo wenn daran geschafft. Es ist bidirektional, das ist insofern sehr wichtig. Es gibt Plugins bzw. Schnittstellen zu beispielsweise Adobe InDesign. Bidirektional in dem Zusammenhang heisst, dass wenn ich im Redaktionssystem etwas an den Inhalt ändern oder ob ich das jetzt in InDesign-Datei etwas ändere. Das tut sich immer automatisch abgleichen. Das heißt, wenn ich im InDesign etwas geändert habe, dann ist es im Redaktionssystem entsprechend eigentlich auch eins zu eins gleich geändert worden. Es ist browserbasiert. Ich glaube, in der heutigen Zeit einfach sehr wichtig. Wir arbeiten von verschiedenen Orten. Wir werden nicht irgendwie eine Software installiert haben von unserem Rechner und dann ist man plötzlich nicht mehr anders und hat keinen Zugriff drauf. Das heißt, man kann von überall arbeiten, solange man Internetzugang hat. Genau. Und Multi-Channel Publishing, es ist ein sehr offenes System. Das heißt, man kann eigentlich im Endeffekt jeden Kanal daran andocken, wo es am Schluss am Ende soll publiziert werden. Das ist so ein bisschen rundum. Ich gehe jetzt rein, wie gesagt, ein paar Screenshots vom System. Wo starten wir? Also wir machen jetzt eigentlich so ein bisschen ein Reismagazin. Das Magazin wird publiziert. Wo fängt man an? Irgendwo im X-Publisher heißt das Flatplan. Fängt man an und tut einfach mal festlegen, wie sieht die Struktur aus von dem Magazin. Wo sind die verschiedenen Inhaltselemente? Wie sind die einzelnen Seiten aufgebaut etc. Das sieht man eigentlich hier. Das wird dann mit Platzhalter gefüllt. Man hat eine Übersicht. Man kann natürlich auf die einzelnen draufklicken, dann wird es noch größer dargestellt. Auf der linken Seite hier, hinter dieser Lupe links, das ist eigentlich der erste Schritt von einem Prozess. Was kann ich machen? Ich kann als Redakteur angehen und sagen, okay, wir haben jetzt die Struktur von diesem Magazin festgelegt. Dort drin hat es das Kapitel 2 in diesem Beispiel und in diesem Kapitel 2 sollte da und da Inhalt rein. Das heißt, der Redakteur kann hier ein kurzes Briefing machen, reinschreiben, hey, lieber Autor, bitte formuliere oder schreib etwas zu dem und dem Thema, die Inhalt oder die Stichwörter sollten drin vorkommen. Der Prozess sieht dann so aus, aber da gehe ich später nochmal drauf ein, wenn wir das ganze Spiel durchgemacht haben. Aber das ist jetzt mal beispielhaft, die kann man auch erweitern. Aber in dem Sinn war es jetzt, dass man mal anfängt, ganz unten mit dem Briefing, dann wird der Autor dran gehen. Der wäre dann in der Drafting-Ebene, sobald er sagt, hey, ich habe jetzt den Text geschrieben, ich bin eigentlich zufrieden damit. Kann auch aufs Created gehen, dann wird der Redakteur oder wer auch immer dann so drüber schauen, benachrichtigt per Mail, hey, der Autor hat es geschrieben, er kann drauf gehen, das schauen, kann vielleicht noch ein paar Kommentare einfügen, der Autor kann das nochmal bearbeiten, bis dann schlussendlich die Person sagt, hey, super gut, das passt, approved. Und dann sehen alle Leute, die in dem ganzen Prozess beteiligt sind, okay, der Inhalt ist jetzt so fix fertig. Damit das funktioniert, und das kann man in diesem System auch machen, kann man den verschiedenen Personen, die am ganzen Prozess involviert sind, verschiedene Rechte zuweisen. Es gibt gewisse Leute, die können alles machen, es gibt gewisse Leute, die können vielleicht nur lesen, andere können nur Sachen löschen, etc. Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Aber natürlich sehr wichtig, gerade wenn man sich überlegt, dass es
eigentlich ein System ist, das darauf ausgelegt ist, dass sehr viele Leute im Prozess beteiligt sind. Und dann ist es je nachdem doch hilfreich, dass man weiss, nicht jeder kann an jeder Stelle reinfunken. Wir gehen jetzt weiter. Beziehungsweise eigentlich an dem Punkt an, wo es spannend wird, und zwar wie funktioniert das jetzt mit dem XML. Zu dem X-Publisher gehört ein X-Editor und das ist jetzt die Maske, die man hier sieht. Das ist eigentlich aufgebaut wie Word, man hat oben die verschiedenen Funktionen, Schriftarten, Schriftgröße etc. zu ändern. Und da kann jetzt beispielsweise der Autor drin schreiben. Und man sieht hier auf der rechten Seite, das ist jetzt ausgeploppt, das kann man aber auch zumachen, aber sobald ich einen Text schreibe, wird das automatisch in die XML-Datei übertragen. Das passiert live, das heißt, wenn ich jetzt hier innen wäre und etwas schreiben würde, würde sich das hier innen gerade entsprechend verändern. Was man natürlich auch machen in diesem X-Editor, habe es vorhin kurz angesprochen, wenn jetzt mehrere Autoren beteiligt sind an einem Text, dann kann man natürlich andere noch verfolgen. Wer hat was hinzugefügt, wer hat was gelöscht, wer hat was geändert. Man kann Kommentare hinterlegen. Irgendwie, wenn der zweite Autor drankommt und sagt, hey, das finde ich nicht so gut, kann er das reinschreiben etc. Wir kennen es eigentlich alle von Word, ist von dem her eigentlich aufgebaut, aber ist hier in diesem X-Editor auch alles möglich. Und hier nochmal, es gibt eben die Versionierung. Das ist natürlich auch wichtig, dass man zum einen kann nachverfolgen kann, wer was wenn gemacht. Stellt aber auch sicher, wenn man plötzlich merkt, hey, irgendjemand hat etwas verbockt, wenn man in so einer Version früher zurückspringen, das wird alles so aufgezeigt und gespeichert. Das heisst, man kann frühere Versionen wieder herstellen. Das heisst, wenn man mal etwas verbockt hat, ist es nicht so schlimm, weil man kann wieder einen Schritt zurückgehen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, gerade wenn wir von einem Magazin oder einer Zeitschrift reden, das Ganze lebt natürlich auch von Bildern. Das heisst, in dem Redaktionssystem ist auch eine Mediendatenbank integriert, wo man Bilder, Tabellen, PDFs etc. hinterlegen kann. Und man sieht, auf der rechten Seite hat es zum einen eine Volltextsuche und Kategorien. Das heisst, gerade wenn man eine recht umfangreiche Mediendatenbank hat, ist das sehr sinnvoll, wenn man sich Kategorien kann zuweisen kann, beispielsweise Hero-Bilder, die immer oben sind, ist eine Kategorie etc. Dann kann man sich dort irgendwo zurechtfinden. Falls man wirklich mal etwas nicht findet, hat es eine Volltextsuche. Und die Volltextsuche durchsucht nicht nur die Titel der Medien, sondern beispielsweise, wenn es jetzt ein PDF hinterlegt wäre, das würde auch im PDF Textstellen durchsuchen. Also durchsucht wirklich alle Medien, die da drin sind. Genau, eben. Ich komme hier nochmal zum Schritt zurück. Also, das System ist wirklich darauf ausgelegt und das ist eben nur beispielhaft. Das heisst, wenn man so etwas jetzt würde für sich nutzen wollen, kann man hier eigentlich bei Null anfangen und die ganzen Prozessschritte für sich definieren. Vielleicht an diesem Zusammenhang auch nochmal sagen, in was für einer Situation wir uns befinden. Das ist natürlich jetzt nicht ein System, das sinnvoll ist, schon nur weil es relativ teuer ist, in Einsatz nehmen, wenn man weiss, hey, da sind zwei, drei Personen am Prozess beteiligt. Wir haben eine Zeitschrift, die vielleicht irgendwie viermal im Jahr erscheint. Da ist einfach der Kosten-Nutzen-Faktor dann nicht wirklich gegeben. Da bewegen wir uns wirklich in einer Situation, beispielsweise ein Verlag oder Industrieunternehmen, die technische Dokumentationen haben, wo sie einfach wissen, dort passiert regelmäßig etwas, viele Personen sind daran involviert, dann macht es etwas Sinn. Und dann bewegt man sich eben in diesem Prozess und eigentlich immer in einem System drin und kann sich dort durchhangeln. Kann das am Anfang alles definieren und ab dann läuft das eigentlich. Und den Prozess kann man eigentlich so schön im System abbilden. Genau. Was haben wir am Schluss? Das ist jetzt kein Screenshot, sondern was haben wir am Schluss? Wenn die ganzen Texte erstellt sind, Bilder eingefügt, alle sind happy, alles ist auf Green, alles ist auf Approved, haben wir eben das XML. Das Ganze ist im XML-Dateiformat gespeichert. Es gibt ein Plugin beim X-Publisher drin zu Adobe InDesign. Das heißt, ich habe dann den Flatplan, den wir am Anfang gesagt haben, kann ich einfach per Klick kann ich sagen, hey, zeig mir das im InDesign an. Und dann wird das automatisch, so wie das Layout aussieht oder wie es mal definiert worden ist, mir im InDesign angezeigt.
Und dort wird es jetzt eben wieder spannend, dort kommt die Bidirektionalität ins Spiel. Grundsätzlich, wenn man es natürlich weiss, mein Magazin tut sich vom Layout nicht stark ändern, von Ausgabe zu Ausgabe, dann muss man sich nicht viel dran machen, aber je nachdem ist eine gewisse Feinjustierung trotzdem notwendig. Das heisst, ab diesem Schritt kann man sagen, hey, Setzer, Layout etc., schaut doch nochmal drüber, dann kann ins InDesign gehen, kann das anschauen, sieht vielleicht, hey, das Bild muss man noch ein bisschen grösser ziehen etc., kann das alles im InDesign ändern und wie gesagt, das ist dann automatisch auch im X-Publisher dann so dargestellt, da kommt die Bidirektionalität ins Spiel. Aber was wir natürlich haben, ist, wir haben in diesem System geschafft, wir haben alles hinterlegt und im Endeffekt haben wir dann eine InDesign-Datei, wenn es jetzt zum Beispiel um Druck geht, wo man kann sagen, hey, Druck fertig, perfekt, können wir weiterleiten und kann auf die Maschinen und versendet werden an den Kunden. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus, aber ich möchte schnell mit dem, mit dieser Slide an dieser Stelle enden. Einfach zum zeigen, wie es dann eben weitergeht. Wir haben jetzt über das System geredet, das ist der ganze linke Teil. Und das hat eben gezeigt, wer dort alles an dem System kann arbeiten, jetzt mal in einem fiktiven Fall. Aber wie geht es denn weiter? Und was ist eben schön an dem XML-Dateiformat? Und das sieht man dann auf der rechten Seite. Das wird exportiert in die entsprechenden Layouts. Und die Layouts können dann auf verschiedene Ausgabemedien ausgespielt werden. In dem Fall jetzt digitale Endgeräte und Druck- und Weiterverarbeitung. Das kann man alles selber festlegen, da kann man auch, je nachdem, was für Kanal, auch wenn wir jetzt in Zukunft denken, was vielleicht noch für Medienkanäle aufploppen werden, kann man da alles hinzufügen. Genau. Also, wir bewegen uns eigentlich als die Menschen, die etwas publizieren wollen, wirklich einfach in einem System, können dort den ganzen Prozess abbilden und ich muss mich eigentlich gar nicht mehr interessieren, was da noch passiert, hinter uns. Genau. Das war der X-Publisher gesehen. Wie gesagt, wird hier mal ein Frageblock starten, wenn es Fragen gibt. Wir haben jetzt mit der Übersetzung gelöst. Also sprich, wenn wir jetzt hier einen Artikel erfassen, dann sagen wir mal, durch Publikationen, die deutschsprachig sind, dann fangst du wahrscheinlich mal mit der Mastersprache an. Ja. Und wie die anderen zwei Sprachen haben. Also werden die einfach nachgezogen, dass wir die Mastersprache haben. Und irgendwann werden wir es per Workflow-Schritt trennen von den anderen zwei Sprachen und dann haben sie die Übersetzung oder einen eigenen Automatismus drin. Dass es automatisch übersetzt wird? Ja, oder wir haben für einen anderen Kunden, es ist aber nicht mit dem X-Publisher gesehen, dass wir eine Massensprache hatten. Also es war auch XML. Und solange sie die Sprache genommen haben, ist immer die deutsche Sprache wie zwei anderen ihnen referenziert worden, also immer angepasst worden. Mhm. Und dann ist die Massensprache getrennt worden. Und dann hätten wir können von diesen zwei Pfeilen, also das XML exportieren und dann ist das X-Lift aufgemacht worden und dann ist wieder zurückgekommen. Und so war es dann eigentlich übersetzt. Und wir haben den X-Publisher auch mal angeschaut. Und das ist jetzt eine Frage, wie er das erwähnt hat. Der Vorteil des X-Publisher war eben schon, dass er den Content eben strukturiert hat. Weil ja der Kunde wird eben durchgeführt und der Kunde halt nur in dem Bereich hinein sich bewegen durch den Content-Struktur. Genau. Ich tue schnell die Frage wiederholen, weil hier das Mikrofon ist. Die Frage war, wie kurz gefasst, wie der X-Publisher mit Mehrspruchigkeit umgeht von Inhalt. Automatische Übersetzung in dem Sinn, ich schaue mal zum Kuno, aber das bietet er nicht an. Also nicht automatisch, also die Übersetzung selber ist schon das jemand ja. Irgendein Übersetzer halt reingeht. Oder dahinter ist, also häufig sind es eben ja. Also was wir eigentlich haben, wenn wir in dem X-Editor drin sind, dann kann man per Dropdown auswählen, hey, ich bin jetzt im Kapitel 2 und dann hat man, wenn es mehrsprachig ist, hat man einfach die Dropdown-Möglichkeit und kann dort switchen zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder was auch immer und kommt dann aufs entsprechende File. So ist das jetzt für mich als Nutzer dann eigentlich dort drin gewesen. Ist das okay? Also theoretisch kann der Übersetzer dann, oder kann der Prozess sein, hey du Übersetzer, wir haben es auf Deutsch geschrieben, du gehst jetzt auf die englische Version von dem Ganzen und du es jetzt dort drin übersetzen. Du hast noch Fug. Ja, meine Frage betrifft die Schnittstellengeschichte. Du hast gesagt, das Plugin zu InDesign. Gibt es oder braucht es überhaupt in dem Fall auch das Plugin der Schnittstelle zu InCopy?
weil es gibt verschiedene Szenarien, wenn ich es richtig verstanden habe, das heisst, dass die ganze Task, das kommt jetzt alles aus dem X-Publisher raus, wo ich jetzt schon viel gehört habe, aber nie so gesehen. Es spielt genau zwischen X-Publisher und InDesign hin und her. Nicht, dass jemand noch, es gibt ja Szenarien mit gemischten Umfeldern, wo jemand noch so ein Copy dann gibt noch, also aus dem wie anstoßt und wie es InDesign geht. Ist das da auch vorgesehen? Die Schnittstelle ist nur zu InDesign. Genau, die Frage war, wegen der Schnittstelle zu InDesign, ob es da auch Schnittstelle zu InCopy gibt, oder? Ja. Im Endeffekt. Nein, das Plugin ist wirklich auf InDesign. Okay. Genau. Dann wäre meine Folgefrage. Ich habe bis jetzt noch zu tun gehabt mit Woodwing, sprich CompuStation und Elvis etc. Mhm. Wie, falls man es einfach kann sagen, wo grenzt sich das überhaupt ab? Also, können beide das Gleiche quasi? Ist das same-same? Oder ist das so ein riesiger Unterschied? Oder ist es einfach ein kleiner? Mhm. Kann man das irgendwie so eingrenzen? Ja. Folgefrage noch war der Unterschied jetzt vom X-Publisher zu anderen bekannten Redaktionssystemen, wie beispielsweise Woodwing. Ich finde es jetzt noch schwierig, da eine Meinung abzugeben. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen sein Einte. Wir haben auch schon mit Woodwing geschafft, kennen es hier auch. Wir arbeiten aber nicht auf der aktuellsten Version. Wir wissen aber, dass Woodwing mit der neuesten Version eigentlich vieles kann anbieten kann, was der X-Publisher auch hat. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die ganze. Ich schaue gerade so ein bisschen zum Kuno, weil du viel mit Woodwing schaffst. Aber ich glaube, ein Unterschied ist die ganze Abbildung von einem Prozess, wo im X-Publisher besser möglich ist. Das ist, glaube ich, eins. Das zweite ist, dass der X-Publisher als System sehr offen gebaut ist. Wo, glaube ich, bei Woodwing je nach Schnittstelle das nicht so gut funktioniert wie beim X-Publisher. Also ich könnte sonst nachher auch im Nachgang detailliert darauf eingehen. Wir arbeiten momentan bei der EMH mit Woodwing. Nicht Woodwing Aurora, sondern mit einem Grundsystem. Und ich kann sehr gerne auf Details eingehen, warum das X-Publisher massiv mehr Sinn macht, in dem Fall jetzt für einen Ärzteverlag. Und warum Woodwing, also hauptsächlich ist es eigentlich Bidirektionalität. Also so ein Punkt ist, Woodwing ist halt einfach ein Wasserfallprinzip und wie wir vorher gesehen haben, bei X-Publisher ist es möglich, eben aus diversen Adobe-Produkten schlussendlich wieder zurück ins XML zu gehen. Aber ich kann sehr gerne dann auch sonst noch gerne. Ja, noch. Und zwar haben wir auch direkt das CMS angehängt, das Typ 3, das ist verbreitet. Das ist geht direkt. Genau. Die Frage ist, ob CMS wie beispielsweise Typ 3 angehängt ist. Ja. Gut, und dann haben wir noch den Artikelweise. Also das heisst, die werden wahrscheinlich die Artikelstruktur, die wir drin haben, Mix von Bischen, einfach die. Genau. Das wird eins zu eins von der Inhaltsstruktur, wie es im XML ist, wird das dann im CMS entsprechend auch abgeliefert. Ja. Was haben wir für Erfahrungen gemacht mit der Schulung von dem Teil? Oder? Das, der reine X-Editor ist natürlich jetzt für einen Techniker hat wahrscheinlich weniger das Problem. Ich sehe da einfach gewisse Gestalter, die natürlich nur schon, wenn sie irgendwo ein paar Texte sehen und mit den Content-Strukturen natürlich dann sich eingeschränkt fühlen, die Gestalter ist eine Freiheit. Ja. Ja, das ist ein Problem durchgebracht, oder? Ja, also die Frage war, wie es mit Schulungen aussieht, ob es da nicht Schwierigkeiten gibt mit gewissen Personen. Ja, dass im Endeffekt halt Handarbeit dann nicht so funktioniert, wie es nicht ganz verstanden. Also ich glaube, man muss natürlich schon sagen, an dieser Stelle, die Einführung von so einem System, und eben, die haben es angesprochen, der X-Editor ist wahrscheinlich schnell irgendwo erklärt. Wenn es einen X-Publisher geht, reden wir hier von einer langen Projektzeit. Heisst, X-Publisher geht eigentlich so vor, dass sie in einem ersten Schritt nach Workshops, wo man sich dann irgendwann mal darauf geeinigt hat, Proof of Concept erstellen. Das heisst, man schaut wirklich an, wie sieht der Prozess aus, welche Leute sind daran beteiligt und dann wird das mal so für sie entsprechend angepasst und so eine Proof of Concept erstellt bzw. entwickelt. Und dann schaut man sich das zusammen an, bevor man dann wirklich sagt, hey, mit Ihnen sind die ganze Systemlandschaft integrieren. Und wir reden hier sicher von nicht Wochen, sondern eher Monaten, wo so ein Projekt abläuft. Ich selber bin noch nie bei einer Schulung so dabei gewesen.
Darum kann ich jetzt schwer beantworten, ob man jetzt irgendwie sagt, hey, ich werde einen Tag an diesem System gestuhlt und dann weiss es aus dem FF. Aber ich glaube schon nur, dass die Projektzeit so lang geht, zeigt dann doch zu einem gewissen Grad, dass es sicher nicht, irgendwie eine Stunde ansitzen ist und dann versteht einfach wirklich jeder bis ins Detail, was man alles kann mit dem System und wie es funktioniert. Ja. Können ihr das System betreiben, also das mandante System, oder können das pro Kunde? Also wenn der Kunde so ein System nimmt, dann steht es beim Bund oder ist das Hosting dann bei euch? Also das Hosting ist... Also sprich System, Umgebung, Server und so. Ja, also das Ganze, das ist beim X-Publisher, die haben ihre Server. Aber vielleicht so ein bisschen unsere Rolle in dem Ganzen. Wir sind eigentlich der Partner von X-Publisher, wenn es darum geht, das System zu integrieren bei einem Unternehmen aus der Schweiz. Man muss an dieser Stelle sagen, der X-Publisher hat einen Sitz in München. Die sind aber, haben nicht nur Kunden in Deutschland, sondern die sind auch schon weltweit. Haben aber einfach gemerkt, die Integration bzw. die Projektabwicklung kostet sehr relativ viele Ressourcen. Und suchen wegen dem jetzt Partner, die das eigentlich übernehmen können. Und wir sind jetzt der Partner für die Schweiz. Heisst, unsere Rolle, System liegt beim X-Publisher, das läuft über Lizenzen, die der Kunde dann kaufen kann. Aber eben die ganze Individualisierung, also wie die man den Prozess abbilden, in die Systemlandschaft vom Kunden integrieren, das ist dann eigentlich die Rolle von uns Medien machen. Ich kann kurz dann noch ergänzen zu dem, was ich kurz wegen dem Schulungsaufwand. Ich habe das letztens gesehen, eben bei einem Projekt mit einem anderen grossen Anbieter. Dort hat man für den Otto-Normalverbraucher, also für die Anwender nachher von diesem System, die haben einen Tag eine Schulung gehabt und dann sind die auf das losgelassen worden. Also das heisst, Redaktoren, Journalisten etc. Die dir einfach die Möglichkeit, den Support zu haben, rechnet man einen Tag, rechnet man schon. Also wenn einer gar keine Blase, also keine Blase Schimmer hat, versucht er sich dann bewusst, so ehrlich sind für die Kapazität. Das ist für den Server wäre noch interessant, bei den X-Publisher. Das heisst, die haben, also weiss man, also einen Serverstandort in Deutschland. Was ist für gewisse Firmen schon noch manchmal entscheidend? Ob sie es selber können hosten, ob sie können sagen, können wir Amazon haben? Zum Beispiel. Also das Selbsthosting ist problemlos möglich. Sie sind jetzt auch gerade vor ein paar Monaten mit Fabersoft, das ist ein grosses Cloud Engineering Unternehmen, sind jetzt gerade Partnerschaft eingegangen, also die heißt beteiligt an der Unternehmung. Das heisst, es wird jetzt noch ausgebaut, dass es auch cloudfähiger noch wird. Aber also es kann problemlos beim Kunden auf der eigenen Server kosten. Das ist auch spannend, ich glaube, vor allem in der Schweiz, wenn man jetzt sagen, Max da im Schweizer in dem schönen Datencenter. Das wird bei Ihnen normal noch sympathischer. Genau, also wir werden das wahrscheinlich jetzt mit einem CH zusammen dann irgendwie schauen, dass wir dort Server haben halt im Datenzentrum, aber theoretisch kann man das für sich selber hosten, wenn man das möchte, wenn man sogar eine eigene Server berichten. Aber was ist das Kriterium, wenn vor allem wenn die Leute Mühen wechseln, oder? So ein System gibt es ja auch, oder? Wenn jetzt 100 Jahre so arbeiten und plötzlich heisst es Redaktionssystem. Und dann mit der Latenzzeit, wir haben das mit Amazon selber, oder? Wunderbar, gross und super. Aber unglaublich ist es dauert 5 bis 10 Sekunden. Wenn einer im InDesign oder im System hin und her und das ist dann das Killer-Kriterium. Darum habe ich gefragt, das wär noch ein Vorteil von diesem System. Ich habe auch gefragt, die Performance mit einem solchen System ist gross, wo das Hosting in Deutschland im Rechtszentrum läuft. Und da wird häufig mit InDesign geschlafen, mit grossen Datenmengen. Das funktioniert eigentlich. Also, Traffic ist also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es kostet natürlich dann auch etwas, wenn es ein Rechtszentrum ist. Das ist in dem Sinn okay. Das wird auch nicht anders. Ich habe eine Frage zum Datenmodell. Wir haben ja jetzt, da sind die drei Fünfungspraktischen für unseren Verlag und auch den Lehrerverlag. Und dort hat es auch, wir arbeiten sehr viel mit Lerninhalt. Das ist ein spezifisches Datenmodell, das ist eine Zeitschrift. Das ist ein Unterschied. Wir haben recht lange dran gehabt, wir haben eigentlich einen Standard nehmen.
Vita und sonstige, weil das zieht sich überall durch. Das zieht sich auch bis zur Publikation durch. Jedes Element muss ja nach einer Ausgabe klar sein, wie das dargestellt werden soll. Wir haben recht lange gehabt und dann ist es wieder gegangen, um uns einigen, welches Datenmodell wir machen. Eben der möglichst entstandbar. Jetzt bei Lerninhalt gibt es das noch nicht so richtig. Auf was für Datenmodelle setzen wir jetzt bei der EMH? Dort nehmen wir das für den praktischen Standard, wir müssen anpassen. Wir können das überhaupt entwerfen. Also können wir jede Seite können ausgehen oder halten. Also, wir arbeiten mit dem JATS-XML. Eigentlich, weil das für wissenschaftliche Publikationen der Standard ist. Das sind auch Voraussetzungen von diversen so Crossref, also wo halt referenziert wird von den Seiten, wo man die XML im entsprechenden Format muss liefern. Und wir haben jetzt mit, also wir produzieren schon Teilzeitschriften von der EMA, sind schon mit XML produziert. Und dort verwenden wir auch schon einen JATS-Standard. Und wir werden ihn jetzt einfach anpassen. Und dass er dann halt wirklich effektiv auch mit dem X-Publisher zusammenarbeitet. Aber ich meine auch gerade das X-Publisher-Standardschema ist ja auch schon sehr weitreichend und umfangreich nutzbar. Aber eben grundsätzlich, entweder, also wenn man sich dann mit dem XML-Schema auseinandersetzt und auch für eine Unternehmung, die ein eigenes oder eine eigene Form vom JATS will einsetzen, das braucht dann schon ein bisschen Zeit. Also das ist definitiv eine größere Sache. Das macht teilweise würde es fast mehr Sinn, dann mit dem XML-Standard von X Publisher zu arbeiten und zu sagen, okay, wir passen uns dem an, dafür sparen wir dort ein Projekt voll auf Zeit und Kosten. Aber es kommt halt ein bisschen darauf an, aus welchem Bereich dass man kommt oder mit welchem Publishing-Hintergrund dass man auch arbeitet. Ja, und ein Teil der Usability hängt ja dann auch davon ab, wie viele von den Elementen wir sind hier brauchen. Also das war auch die Frage von der Umweltstadt-Verband. Wenn man dort sagt, jetzt muss das in dem Format herkommen und zwingen, dann muss man das ein bisschen vorher behalten. Dort hat man einfach diese Bedingungen. Also, weißt du, also, sind wir dort restriktiv mit Also es gibt ganz klare Vorgaben. Wir haben Stilvorlagen, die die Redaktionen schon seit längerem kennen. Mit den Autoren ist es immer so ein kleines Problem, weil die wollen am liebsten Word schaffen und am besten alles schon fertig formatiert. Und dann sollen sie gerade ausgesehen, wie es auf der Druckmaschine landet. Aber das kriegen wir auch noch an. Also, das ist ein Prozess, der jetzt gestartet ist. Und ich glaube, schlussendlich ist auch das Ziel vom Ärzteverlag, dass halt der Inhalt ist wichtig und die Form, wie es nachher am Schluss aussieht, sollte bei der Erstellung des Inhalts keine Rolle spielen. Ich bin mir auch bewusst, das sind wir wahrscheinlich noch Jahrzehnte davon entfernt. Aber so langsam aber sicher geht es in die Richtung. Und die Redaktionen, die kennen das schon. Für die wird es im XML selber und mit der Usability jetzt ganz wenig Anpassungen in diesem spezifischen Fall. XML Last war also. Genau, wir haben eben mit dem Woodwing XML Last eigentlich, also ein Print First Workflow. Teils, wir haben teilweise sogar schon Continuous Online XML First Zeitschriften. Aber grundsätzlich soll jetzt einfach alles XML First und. Bei den Metadaten, zum dem anschließen, ja, wenn der Anstand war, dort haben wir eben, wie Benny vorher gesagt hat, dort haben wir ein komplett eigenes Metadatenverwaltungssystem programmiert gehabt, was jetzt obsolet wird. Aber auch dort haben wir einen Standard, für Wert, für Inhalt, für medizinische Inhalte. Genau, also das folgt der sogenannte Crossref-Standard, der also für medizinische Inhalte muss gewährleistet sein. Wenn man sich etwas zeigt, hast du mich gesehen und gibt es Möglichkeiten, so ein Bild von grossen Daten für Charts. Also, ich denke jetzt gerade so an Finanzdaten, Charts, die so täglich aktualisiert werden und so. Das gibt es so Möglichkeiten, wenn man das anbindet, so ein Einbinden. Also, man redet jetzt wahrscheinlich davon, dass es auf einem digitalen Gerät. In einem Chart, der vielleicht auch interaktiv ist, wo man. Datastream oder Bloomberg oder solche Geschichten. Im Prinzip kannst du also die ganze Zeit aktuelle Daten liefern, ja. Wo man dann kann quasi aktuelle Charts ziehen. Also ich würde mal sagen, wir befinden uns, gezeigt habe ich es nicht, nein, aber da befinden wir uns wahrscheinlich eher auf der Seite. Auf der rechten Seite außerhalb vom Redaktionssystem. Da müssen wir dann eine Schnittstelle zwischen dem CMS, sagen wir, es soll jetzt auf einer Webseite ausgespielt werden, müssen wir dort eine Schnittstelle sicherstellen, dass dort immer die aktuellen Daten gezogen werden. Im X-Publisher selber würde ich es bezweifeln.
dass man das so dort könnt, mit einem Plugin oder einer Schnittstelle könnte. Okay. Gut, wir haben eine lange Diskussion gehabt. Ich weiß nicht, ob die Muttis das alles gehört haben, aber ich verzichte jetzt darauf, das alles zu wiederholen. Und gehe weiter mit dem nächsten Thema. BUZ steht für Bau- und Umweltzeitung, einfache Abkürzung, und Mehrkanal Publishing. Da befinden wir uns jetzt in der Situation, das ist das Projekt, das wir umgesetzt haben, da befinden wir uns jetzt in der Situation, das soll jetzt nicht abschließend sein, aber auch, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, das sind jetzt eher wenige Leute daran beteiligt an der Erstellung von dem Magazin, das heisst, es ist jetzt eine riesige Redaktion, wo verschiedene Autoren daran beteiligt sind und noch ein Korrektorat und Übersetzungen gemacht werden und der Prozess einfach sehr kompliziert ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist, man redet hier von einem Magazin. Das heisst, das ist jetzt ein Kunde, der mehrere Publikationen hat, die regelmäßig erscheinen, sondern das ist, ich sage jetzt mal, einfacher als von dem ganzen X-Publisher-Thema, das wir geredet haben. Ich habe das eingangs von dieser Präsentation schon mal gezeigt, die Slide. Am besten eigentlich schon mal einen Schritt weiter und jetzt wird kurz abgespielt, beziehungsweise nein, ich gehe nochmal schnell einen Schritt zurück. Erzähl so ein bisschen die Geschichte, nochmal ein bisschen ausführlicher, wie das zustande ist. Wir haben das Magazin bei uns gedruckt und dann ist es eingestellt worden. Das heisst, die haben irgendwann mal gemerkt, hey, die Kosten sind zu hoch, lohnt sich für uns nicht, wir wollen das nicht mehr. Und haben dann gesagt, wir wollen das jetzt nur noch online anbieten. Hätte aber auch nicht richtig funktioniert. Und dann sind sie wieder zu uns gekommen und dann haben wir uns mal angesetzt und haben gesagt, hey, wieso funktioniert es nicht? Heisst, sie haben das eigentlich auf ihrer Webseite irgendwie als PDF angeboten, man hätte das müssen abladen zum Anschauen und die Leser haben das einfach nicht wirklich wollen, wegen dem hat es keinen guten Impact gehabt. Dann haben wir mal gesagt, im ersten Schritt, okay, die wollen euch irgendwie ein bisschen eher aufs Online konzentrieren, das heisst, wir müssen den Online-Kanal einfach schön gestalten. Das heisst, wir haben eigentlich im ersten Schritt mal gesagt, okay, wir machen euch eine schöne Webseite, wo die einzelnen Magazine dargestellt werden. Haben aber im Hinterkopf schon gehabt, dass allenfalls das Printmagazin trotzdem relevant kann sein, weil wir haben in der Analyse gemerkt, die haben schon eine gewisse Leserschaft, weil eigentlich das Printmagazin geschätzt hat. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es jetzt, dass es nicht ein riesen Aufwand ist, dass sie meine Webseite bespielen und dann haben sie einen wahnsinnigen Aufwand, auch Kosten, dass noch das Printmagazin erstellt wird und haben dann gesagt, okay, wir nehmen das CMS von der Webseite, gehen das mehr oder weniger entkoppeln. Und haben dort, damit das entkoppelt wird, haben so eine Exportfunktion entwickelt, wo die ganze, also auch der ganze Code vom CMS in ein XML-Dateiformat umwandelt. Das ist so ein bisschen das ganze Thema. Und haben es eigentlich so geschafft, dass man mit einem vorgefertigten Template dann auch so, nicht vollautomatisch, aber teilautomatisiert, eigentlich schon einen grossen Teil vom schlussendlichen Printmagazin haben können darstellen, dass auch der Aufwand viel geringer wird. Und haben es eigentlich so erreicht, dass das Magazin mittlerweile auch wieder gedruckt wird. So, jetzt geht schon einen kleinen Film ab, damit ich nicht auf die Seite muss gehen, wie das so aussieht. Wir sind hier auf der Startseite. Darstellung von dem Ganzen, das ist nicht ein Stein gemeißelt. Das ist jetzt einfach so hier mit dem Kunden festgelegt worden. Kann aber natürlich auch anders gehen. Was man halt sieht, oben ist die aktuellste Ausgabe. Man hat Kategorien, man hat Schlagwörter und dann nach unten ist es eigentlich mehr oder weniger ein Archiv, wo ich die früheren Ausgaben sehe. Wenn man dann auf so eine Ausgabe klickt, ist es relativ simpel. Man hat oben ein Bild, man hat links ein Inhaltsverzeichnis und hier halt Inhalt. Und bietet halt all die Vorteile von so einem Online-Medium, wo man Verlinkungen kann setzen im Text als Beispiel. Das ist mal so kurz die ganze Webseite und eben, ich habe es angesprochen, wir haben eigentlich das CMS dahinter mehr oder weniger entkoppelt mit dieser Exportfunktion. Das ist jetzt eine kleine Ansicht aus dem Backend. Wir arbeiten hier mit NEOS CMS. NEOS CMS ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber NEOS ist eigentlich eine Abspaltung. Das ist eine gewisse Kerngruppe von Typo3 gewesen, die gesagt haben, hey, Typo3, in die Richtung, wo die sich bewegen, sehen wir uns nicht wirklich und haben dann etwas Eigenes gemacht und das ist NEOS. NEOS bietet halt den schönen Vorteil, dass man eine Visivik-Darstellung hat. Das heisst, ich sehe eigentlich in der Mitte immer ganz klar, wenn ich jetzt mich in der Inhaltsstruktur auf die einzelnen Artikel gehe, sehe ich immer, wie es jetzt aussieht. Und ich habe dort drin innen, also wenn ich jetzt so einen Text reinklicke, kann ich direkt drin bearbeiten und sehe den Schluss am Ende, wie es nachher aussieht.
was man so drauf nicht sieht, aber in dem CMS hat es auch eine Mediendatenbank. Und im Endeffekt, was wir eigentlich gemacht haben mit dem Kunden, wir sind angesessen und haben gesagt, hey, wie soll das online aussehen? Welche Inhalte aussehen, wie, welche Inhaltselemente sie brauchen. Also brauchen sie Bilder über die ganze Breite, brauchen sie Bilder, die links sind und Texte daneben, brauchen sie mehrspaltige Texte etc. Haben die ganzen Inhaltselemente entwickelt, dass sie einfach mal das CMS so zur Verfügung haben. Und sie können jetzt eigentlich selbstständig damit arbeiten. Das heisst, sie können eine neue Ausgabe anlegen, sie können die Struktur festlegen, wie das Ganze soll aussehen, wo die Inhaltselemente sind etc. Können dort innen die ganzen Texte schreiben, die Bilder einfügen etc. Und was wir jetzt gemacht haben mit dieser Exportfunktion, ist eigentlich, wir haben dort so ein Regelwerk geschaffen, wo wir gesagt haben, die ganzen Inhaltselemente, Text ist mit einem Regelwerk versehen, wo in dieser XML-Datei eigentlich drin ist, wo, wenn ich das dann nachher in ein InDesign-Template reinfüge, wo erkennt, wo die einzelnen Bausteine annehmen. Sprich, es sieht, hey, das ist jetzt der Titel vom Artikel 2 aus dieser Ausgabe, und dann gibt es im InDesign halt in diesem Template auch so eine Stelle, wo Titel ist von Artikel XY, und dann kommt das automatisch dort an. Das heisst, was wir so eigentlich schaffen, ist, eben, ich habe gesagt vorher, teilautomatisiert, weil die Printausgaben ändern sich dann zu einem gewissen Grad trotzdem immer wieder. Aber ein grosser Teil wird eigentlich automatisch, sobald wir das exportiert haben, also vom CMS exportiert, dann haben wir die XML-Datei und das ins InDesign-Template importieren, dann haben wir eigentlich schon das Printmagazin zu einem grossen Teil fertiggestellt. Man sieht hier auf der linken Seite, das ist dann so ein Export von der XML-Datei, die wir haben. Und dann eigentlich auf der rechten Seite ein Druck-PDF, wo dort dann schlussendlich aus dem InDesign raus entsteht. Bei dem Ganzen, jetzt weiß ich gerade nicht, genau. Bei dem Ganzen, was schön ist, eben, wir bewegen uns da auch wieder in der Medienneutralität. Das heisst, wir sind momentan auch an Überlegungen machen mit dem Kunden, ob sie nach dem gleichen Prinzip auch noch Newsletter bespielen. Also auch hier, man hat ein Template für Newsletter und würde eigentlich nach der gleichen Logik auch so teilautomatisch oder automatisch, je nachdem, ein Newsletter auch noch erstellen aus den einzelnen Ausgaben. Sprich, auch hier im Kleinen, das ist jetzt ein umfassendes Redaktionssystem, aber wir haben es irgendwo im Kleinen sichergestellt, dass man eine zentrale Inhaltsverwaltung hat. Der Kunde muss sich nicht darum kümmern, wie sieht es denn nach dem Print aus, muss dort noch irgendwie mit dem InDesign groß arbeiten, etc. Sondern bleibt eigentlich in diesem System drin und kann verschiedene Kanäle schlussendlich bespielen, wo er will. Genau. So, bin jetzt ein bisschen schnell durch. Ja. Wie kompliziert wäre zum Beispiel das Redesign? Also wenn wir jetzt sich entscheiden, dass wir irgendwas Redesign machen, müssen wir das alles eigentlich in dem CMS im Prinzip nachbauen? Ja. Also Redesign ist natürlich die Frage, wie sieht das Redesign aus? Soll sich die Webseite wirklich komplett ändern? Also dass zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis und dort wäre auf der linken Seite oder Text anders dargestellt werden etc. Das gemeint, oder was, ich meine, Redesign, wenn man irgendwie ein anderes Copy Design hat und einfach andere Bilder und Logos einfügt, aber die an der gleichen Stelle sind, das wäre relativ schnell gemacht. Das ist eine einfache Auswechslung von Bildern. Aber ja, jetzt wirklich ein Redesign, dass man das Layout komplett will überarbeiten, das wird schon einen Aufwand erfordern. Ihr habt ja eigentlich jetzt mehr oder weniger strukturierte Daten. Also, dann haben wir das einmal. Ein Vorteil, dass es wahrscheinlich viel eher anpassen könnte, wenn ihr unstrukturierte Daten habt. Das sicher, ja. Einfacher, sicher. Wir müssen es von Fall zu Fall anschauen. Ich finde es jetzt noch schwierig so zu beantworten. Wir müssen wahrscheinlich anschauen, eben, was für einen Umfang hat so eine Redesign. Und so das Print-CSS, das haben wir auch schon mal angeschaut, dass ihr einfach direkt könnt aus der Webseite ein Dokument generieren könnt. Das Print-Dokument, das du jetzt gezeigt hast, ist jetzt nicht so ein komplexes Dokument, dass man sich überlegen würde, gerade aus dem CSS aus, ein Print-CSS zu generieren. Ja. Wobei, ich nehme noch ein wenig drucken. Wir werden es noch drucken, das ist so. Das haben wir uns sicher auch angeschaut. Unsere Überlegung ist wirklich, dass wir den Kunden irgendwo zukunftsfähig aufstellen. Und wir haben eben gesagt, hey, wenn noch neue Kanäle dazukommen,
sind wir hier einfach schon ready. Oder das ist einfach doch ein bisschen die Überlegung. Genau. Also eben Ausgangslage, um das vielleicht eben noch aufzunehmen, also wenn man weiss, hey, ich publiziere dreimal ein Magazin im Jahr, aber ich weiss jetzt schon, das wird sich vom Layout von Ausgabe zu Ausgabe einfach komplett drüllen, das ist nicht eine Ausgangslage, wo das den Sinn macht. Also da muss man wirklich sagen, hey, ich habe ein Magazin und ich weiss, es wird über die nächste Zeit gleich bleiben. Und eben zu einem gewissen Grad auch, dass sich jetzt nicht die Inhaltselemente wahnsinnig ändern. Klar, wenn man mal ein Bild an eine andere Stelle will oder mal der Artikel oder das Editorial nicht nur eine Seite ist oder zwei Seiten, das ist okay. Aber es sollte doch ein grosser Teil irgendwo gleich bleiben, weil sonst ist der Zeitgewinn dann auch nicht mehr gegeben. Hätten wir jetzt den Online-Auftritt, hätten wir auch so ein News-Charakter. Aber häufig ist es so, wenn man so ein Magazin online macht, das kommt auch nur viermal im Jahr raus. Dann spielt man sich einen Vorteil, den man online hat. Online ist relativ schnell, ich kann sofort etwas veröffentlichen. Wir haben einen anderen Kunden, der es genau das gleiche gemacht hat. Der hat eigentlich online den gleichen Inhalt abgebildet wie im Printmagazin. Und ich meine, wenn die Leute das merken, dass genau das gleiche drin steht, dann ist es halt nicht mehr so gut. Und jetzt haben wir auch angefangen, dass man den Online-Kanal dazu nutzt, um wirklich es ist ja Mitarbeiterzeitung und auch die News wirklich sofort zu bringen. Und dann gibt es auch so Zwischenausgaben online, die sind auch viermal im Jahr im Printausgabe. Ist bei diesem Kunden nicht so. Das ist wirklich eins zu eins das gleiche wie im Print. Ja, genau. Okay, gut. Kommt zum letzten Thema. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Interessanteste ist, aber ich habe es mal noch mitgenommen. Web to Print. Wir befinden uns in der schönen Welt von der Geschäftsdrucksache. Ja, gewisse Leute kennen es, wie Seitenkarten oder irgendwelche. Bei Neueintritt von Mitarbeitern, wo einfach immer die Broschüren rauskommen, aber irgendwie der Name halt von diesem Mitarbeiter muss drin sein, eben bei dem Visitenkärtchen. Auch eine gewisse Form von Publikation. Hier jetzt mit der Bank CIC ein Beispiel von Visitenkärtchen, wo eigentlich das HR gefunden hat von der Bank CIC. Hey, jedes Mal euch zu schreiben, neue Mitarbeiter XY, wir brauchen jetzt 500 Visitenkärtchen für da und der heisst so und so. Und dann sind wir angegangen und haben hier ihre Vorlage genommen und das für sie angepasst, ihnen geschickt. Ist gut so? Ja, wieder zurück zu uns und wir drucken es. Ist ihnen irgendwie ein bisschen zu anstrengend gewesen. Darum, ja, relativ simpel. Das ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie ein Shop-System, wo einfach das HR von Bank CIC darauf Zugriff hat. Können auf der linken Seite die ganzen Daten eingeben, die sie brauchen, also die halt dargestellt werden, dann im Endeffekt auf der rechten Seite auf dem Visitenkärtchen. Können sich eine Vorschau-PDF generieren lassen, um das auch mal anschauen, ob das okay ist. Wo dann so aussieht. Und schlussendlich, wie sieht der ganze Prozess aus? Aber eben, Bank CIC kann eigentlich über den Shop, das ist ein geschlossener Shop, das heisst, das ist nicht für jeden zugreifbar, sondern das ist einfach bei Ihnen integriert, können dort die ganzen Daten machen. Das PDF wird dann erstellt, geht es Ihnen zurück, Sie können sagen, hey, super, finden wir gut, können das freigeben und wir kriegen dann eigentlich das Mail mit dem PDF und dann geht es bei uns auf die Maschine und wird gedruckt. Relativ simpel. Ich habe das Beispiel einfach noch mitgenommen, weil ich gedacht habe, jetzt so ein bisschen, wir bewegen uns von gross zu klein bei diesem ganzen Vortrag. Ja, ich weiss nicht, ist trotzdem nicht Standard bei allen, also dass gerade grössere Unternehmen das irgendwie so machen, sondern ich glaube, es gibt noch viele, die wirklich sagen, hey, wir haben unsere Druckereien, wir schreiben denen, wenn wir etwas wollen und können das nicht irgendwie selber steuern, das ist halt einfach auch schnell. Genau, darum. Vielleicht, je nachdem, für den einen oder anderen auch noch interessant zu wissen, dass es natürlich auch so Sachen gibt, wo man relativ simpel das machen kann. Das müssen natürlich nicht Visitenkarten sein, das können jegliche andere Geschäftsdrucksachen sein, wo man einfach weiss, wo oft gebraucht werden, wo oft nicht nachgedruckt werden. Ja, genau, wir kommen schon zu der Folge. Nein, alles gut, wir sind schon fertig. Kannst du nicht einen Scheiß machen? Ja. Das ist
komplette Eigenentwicklung, die wir gemacht haben für den Kunden, oder basiert das auf einem von den Zielen? Schnitt Eigenentwicklung. Oder Kuno? Das kann ich dann nachbringen. Also nachbringen. Schnitt von der Nachbringen. Es gibt ja verschiedene. Also, das Spannende an dem Tool finde ich, dass der Kunde eben nicht quasi in das Laptop politisch wie in das Klassische nimmt, sondern anmeldet und irgendwie Freund wo, sondern er kann wirklich irgendwie im Internet bringen, das schon machen, das ist in der Welt und eben auf sich. Das ist nicht der Vorteil, dass ich kein System wechseln kann. Das ist doch spannend. Das heisst, es werden eben, ihr gestaltet quasi Templates in Zusammenarbeit mit dem Kunden und wird nachher so entsprechend in der Meinung. Genau, richtig. Ja. Muss aber natürlich nicht unbedingt von uns gestaltet sein, oder? Also ja, theoretisch, aber ja. So ja. Ja, genau. Ja. Das heisst, wenn meine Anschlussfrage war, stellt ihr nicht die Tendenz fest, dass gerade in so vielen Kunden viel auch noch selber machen? Ja. Also, auch ja, in vielen Büros ist schon im Design mehr oder weniger installiert. Und Marketingabteilung. Ja. Und das ist vielleicht nicht gerade HR. Das merke ich nicht eine Konkurrenz von Inhouse-Produktion. Also, ich würde jetzt mal behaupten, wenn Sie eine Inhouse-Druckerei haben, dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage. Aber ich glaube nicht, dass man Tendenz sieht. Wo man sagt, hey, das wird immer wie öfter alles komplett selber abgewickelt. Ich würde jetzt das schon nur machen, von meinen früheren Arbeitgebern her wüsste ich nicht, dass die das so gemacht haben, sondern das ist wirklich immer eine externe Druckerei. In Zukunft wird, wo man gesagt hat, hey, wir müssen wieder drucken, wir haben euch doch mal eine Vorlage geschickt, macht das bitte. Aber, weiss ich, Kuno, kannst du vielleicht noch? Es gibt sicher Kunden, die das machen. Gut, bei einem Grosskonzern ist natürlich die Überlegung, dass es effizienter ist, wenn man einen Dienstleister hat und der alles gibt. Und der kann ja dann auch jetzt bei so einem grossen Kunden das System zum Anpassen, dass man eben genau so Sachen kann lösen kann. Das andere ist in einem kleineren Betrieb, wo nicht so häufig zum Beispiel jetzt eine neue Seite brauchen. Und dass die dann vielleicht finden, dass, also wenn es nur für eine Seite kommt, ist dann halt ganz viel quartiert. Das wieder auch selber gehen. Immer von uns gesetzt, man hat Leute, die das effektiv können oder sich zumindest zutrauen. Also für Banken und Grosskonzerne ist natürlich auch das Corporate Design ein Thema. Und wenn man mal so etwas sieht, gerade von Roche oder Novartis, die sind sehr froh, wenn sie Marketing das nicht selber macht, weil da werden Experimente gemacht, wo dann eben teilweise nicht gewünscht sind im Design, sondern wo dann halt eben klare Vorgaben sind, dass jedes Visitenfeld auch an den Standort kommt. Und dann macht es natürlich schon Sinn, wenn... Also es sind wirklich kleine Sachen, was wir glaube auch mal von jemandem mitbekommen haben, wo dann irgendwie das Problem war, wenn sie es selber gemacht haben. Einmal wird die Telefonnummer mit 0 etc. und so. Beim nächsten Mal, wenn sie es eben selber machen, macht 1 plus 41. Ja, und wenn man noch jemanden schafft, wo wirklich sehr viel Wert darauf legt, dass nach außen alle gleich auftreten, dann ist es natürlich schöner, wenn man so ein System hat, wo halt die Mitarbeiter auch einschränkt, weil dann in diesem Eingabefeld kann man die Telefonnummer halt wirklich nur in diesem Format eingeben. Ja. Also je nachdem, mit was für Templates das man schafft, könnte man es auch beschränken, ja. Aber eben, sobald natürlich nicht so viele Leute Zugriff haben, können sie je nachdem schwierig werden, genau. Also wir haben Erfahrung gemacht, also wir machen häufig Grundbestellung, also für die Seitenpflege oder irgendein Magazin oder so, die Grundbestellung wird von einer Fachperson gemacht. Und dann Korrekturläufe sind ja häufig aufwendig, also dort wird der Kunde meistens selber sein Komma ändern. Aber und die es sowieso selber machen, die stellen dann an, wo entweder das Know-how hat oder sich das angeeignet hat. Und dann kann man sich zum Beispiel im Design machen, kann man selber machen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, häufig eben selber machen, bis man dann mal merkt, wenn man dann einen Haufen Manuskript hat und Bilder und muss man etwas daraus machen, nach Vorlage jetzt, dann ist es schon noch schwieriger. Also da brauchen Sie schon irgendjemanden, der weiß, was er macht.
Okay. Ich schließe ab. Ich habe jetzt hier drei Sachen vorgestellt. Es war aber eng verknüpft mit jeweiligen Kunden. Wegen dem möchte ich das noch schnell zeigen, wie wir so grundsätzlich vorgehen bei der Zusammenarbeit für so ein Projekt. Einfach aus dem Hintergrund, das sind jetzt sehr spezifische Beispiele gewesen, die wir mit dem Kunden so umgesetzt haben. Wieso spezifisch? Wir fangen wirklich bei so einem Projekt eigentlich ganz am Anfang an und analysieren es und konzipieren es. Beispielsweise mit der Bau- und Umweltzeitung, oder, wo wir, die sind nicht einfach von uns angekommen, Stand Null. Und die Idee, dass man das eben nicht über irgendeine Print-CSS macht, sondern dass man es eben trotzdem so eine Exportfunktion integriert, ist auch aus dieser Analyse entstanden, weil man gemerkt hat, die haben Bedarf in der Zukunft. Und gehen dann eigentlich in einen iterativen Prozess jeweils rein, wo wir gestalten, entwickeln, testen, erste Abnahmen machen und wenn wir merken, der Kunde ist nicht ganz zufrieden, das braucht noch etwas mehr, halt den Loop weiter und weiter machen, bis dann schlussendlich geliefert wird. Das ist so ein bisschen wie wir arbeiten bei uns. Ja, einfach nochmal zum Schluss, eben, das ist jetzt alles sehr spezifisch gesehen auf Kunden ausgerichtet, was ich erzählt habe. Genau. Für uns sicher zentral an dem Ganzen, wir schauen immer, und das sollte die Vorgehensweise auch zeigen, wir wollen immer schauen, dass Kunden einfach für Zukunft ausgerichtet sind, dass sie auch flexibel werden, dass wir ihnen einfach auch Inputs geben können, wo sind wir, wo gehen gewisse Trends an, was sind Sachen, die Sinn machen, was sind vielleicht gewisse Sachen, wo man muss sagen, hey, bewegt euch weg von dem, weil in ein paar Jahren stehen wir sonst irgendwie an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Genau. So. So viel zu dem. Wir machen es einfach. Ja. Und würde an dieser Stelle den Raum mal schließen.